Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wohin es diesmal geht, erfahrt ihr nach dem Intro. Die Brita Arena ist in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden seit der Saison 2007-2008 die Heimspielstätte des SVW in Wiesbaden. Die Arena wurde im Oktober 2007 nach nur viermonatiger Bauzeit fertiggestellt. Der Grund für den Neubau des Stadions war der Aufstieg des SVW in Wiesbaden in die zweite Fußball-Bundesliga. Der ursprüngliche Plan einer Modernisierung und weiteren Nutzung des Stadions am Hallberg in Wehen, einem Stadtteil von Taunusstein, wurde zugunsten eines Umzugs ins nahe Wiesbaden verworfen. Eigentlich war geplant, das Stadion nur 5 Jahre zu nutzen. Für den Zeitraum danach gab es eine Vereinbarung zwischen SVW in Wiesbaden und der Stadt Wiesbaden, die einen Neubau vorsah. Ein Standort konnte jedoch nie gefunden werden. Eine dauerhafte Nutzung wurde jedoch in der Vereinbarung nie ausgeschlossen. Anfang Februar 2018 einigte man sich, dass der SVW in Wiesbaden bis ins Jahr 2047 seine Heimspiele in der Brita Arena austragen darf. Um den Anforderungen der zweiten Fußball-Bundesliga gerecht zu werden, wurde im Jahr 2019 die alte Westtribüne abgerissen und bis ins Jahr 2021 durch einen Neubau ersetzt. Das Stadion hat jetzt 15.295 Plätze. Diese sind aufgeteilt in 10.625 Sitz- und 4.670 Stehplätze. Die Eintrittspreise betragen aktuell zwischen 7 und 32 Euro. Normalerweise kommen an dieser Stelle immer von mir ausführliche Hinweise zur Anreise. Diesmal nicht. Ich hatte ursprünglich geplant, mit der S-Bahn anzureisen. Aufgrund von Streckensperrungen habe ich mich dann doch fürs Auto entschieden und scheiterte an diesem. Mehr dazu erfahrt ihr dann in meiner ausführlichen Bewertung. Nachdem ich nach 30-minütiger Suche dann doch noch einen Parkplatz gefunden hatte, konnte ich nach einem kurzen Fußweg das Stadion sehen. Die Sicht vom Platz aus war sehr gut und ich hatte den Eindruck, noch ein wenig näher am Spielfeld dran zu sitzen, wie in der Voith Arena in Heidenheim. Das Stadionmenü, also ein Bier und eine Bratwurst, kostete 7,50 Euro. Das Bier war ganz gut, die Bratwurst jedoch leider nur lauwarm. Kommen wir wieder zu meiner abschließenden Bewertung meines Besuchs. Ich weise an dieser Stelle wieder darauf hin, dass die Bewertung meine eigene Meinung widerspiegelt. Jemand anderes kann und darf eine andere Meinung haben. Verkehrsanbindung. Auf der Homepage des SVW in Wiesbaden wird auf eine Anreise mit den ÖPNV zum Hauptbahnhof Wiesbaden mit einem anschließenden Fußweg von 5 bis 10 Minuten hingewiesen. Die Angaben zu einem Parkplatz für die Anreise mit dem Auto stimmen nicht, denn diese ist für VIP. Auf der Homepage der Brita Arena wird auf einen Park-and-Ride-Parkplatz am Hauptbahnhof hingewiesen. Ich habe es nicht ausprobiert, dort zu parken, kann mir aber vorstellen, dass es nicht unbedingt einfach ist, dort einen Parkplatz zu finden. Das Parkleitsystem der Stadt Wiesbaden ist schwer verständlich und für Ortsfremde sehr verwirrend. Daher nur 5 von 10 Punkten. Stimmung. Stimmung war so gut wie gar nicht vorhanden. 5 von 10. Stadionmenü. 7,50 Euro für ein Bier und eine Bratwurst und das in der dritten Liga. Das sind gesalzene Preise. Dazu war die Wurst noch lauwarm.
5 von 10 Punkten. Sicht. Die Sicht war sehr gut, die Entfernung zum Spielfeld ist sehr gering, 10 von 10. Stadion. Die Brite Arena ist ein ganz einfaches Stadion, ohne großen Komfort. Leider wurden keinerlei Stehtische oder ähnliches bereitgestellt, auf dem das Essen kurz abgelegt werden konnte. Selbst in Zeiten der Pandemie habe ich dafür kein Verständnis. Daher nur 5 von 10. Insgesamt erreicht die Brite Arena 30 von 50 Punkten. Und das war's auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, freue ich mich über ein Abo und einen Daumen nach oben. Wenn ihr irgendetwas vermisst, schreibt mir es unten in die Kommentare rein. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bleibt gesund und macht's gut.